Ich grüße euch ganz herzlich auf dieser Seite des Lebens, die Seite des Lebens, wo sich die Stille, die wir heute an unserem vierten Kohärenz-Meditationstag erfahren haben, ausdrücken kann. Und damit drücke ich auch aus, dass zur Meditation auch die Handlung, die Aktivität gehört. Also Stille und Aktivität gehören zusammen. Genauso wie wir das im Relativen überall beobachten können. Wenn wir zum Beispiel gehen, dann ist immer ein Bein in der Stille und das andere Bein ist aktiv. Und genauso ist das, wenn unser Herz arbeitet oder wenn wir das beobachten bei unserem Herz, das Stille und Aktivität. Wie Tag und Nacht. Die Nacht ist die Stille und der Tag ist die Aktivität. Und da wir ja immer aktiv sind mit unserem Geist, benötigen wir auch eine zusätzliche Stille, weil die Stille der Nacht uns nicht reicht, um diese Eindrücke, die Erfahrungen, die wir im Leben machen, zu verarbeiten. Diese Stille der Transzendenz ist viel, viel tiefer als die Stille, die wir in der Nacht, in unserer Nachtruhe haben können. Und deshalb ist es so schön, dass wir uns hier begegnen und das gemeinsam machen, dieses Eintauchen in die Stille. Und auch vielleicht dadurch lernen, dass wir nur wirklich in die Stille kommen können, wenn wir uns nicht an etwas festhalten. Dass wir uns nicht
konzentrieren, sondern loslassen. Alles loslassen. Und das ist kein Tun. Das Loslassen geschieht einfach dadurch, indem wir mit unserer Aufmerksamkeit nach innen gehen. Schon alleine, wenn wir die Augen schließen, dann gehen wir mit unserem Bewusstsein nach innen. Aber tricky ist ja, dann gibt es ja auch Gedanken. Und die Bedeutung der Gedanken hält uns fest, dass wir mehr nach innen gehen können, dass wir in diese transzendentale Stille kommen, weil Bedeutungen ist immer das, wo unser Geist sich festhält daran. Bedeutungen, die sind starr. Bedeutungen sind nicht flexibel. Wenn ich sage zum Beispiel Stuhl, dann weiß jeder im Raum, was damit gemeint ist, Stuhl. Aber der Stuhl besteht aus Schwingungen. Also da haben wir jetzt einmal diese Aktivität, wenn wir hören Stuhl, das ist so ein Klang mit enthalten, Stuhl, und die Bedeutung Stuhl, jeder weiß, auch wenn er den Stuhl nicht sieht, aber er weiß, was damit gemeint ist, und die Schwingung, also diese Bedeutung ist starr, da kann man nichts dran machen, die ist einfach so gegeben, haben wir gelernt. Aber diese Schwingung vom Stuhl, die ist veränderlich. Das ist so eine Dynamik. Und die Künstler, die sich zum Beispiel auf ihre Arbeit so ganz einlassen und immer feinere Ebenen dieser Schwingung in sich aufnehmen, und dann diese Schwingung in einem Bild oder in einem Musikstück ausdrücken, das wird dann so, da wird also diese feineren Schwingungen, die der Künstler erfährt, weil er sich ganz darauf eingelassen hat, auf seine Tätigkeit, die drückt er durch sein Werk aus. Und jemand, der jetzt ein Musikstück hört von Beethoven oder jemandem, Klassiker oder auch andere, ganz egal, der kann er die Feinheit der Schwingung auch in sich hören, die der Künstler oder Musiker jetzt so da reingebracht hat. Und das fasziniert uns ja auch, diese feineren Schwingungen zu hören in einer Musik. Und genauso ist es, wenn wir zum Beispiel jetzt, wie ich das mache mit der Mantra-Meditation, diese feineren Ebenen des Mantras, diese Schwingung von dem Mantra zu hören, das ist genauso so eine Faszination. Das Mantra ohne Bedeutung haben wir also den Vorteil, dass wir uns nicht daran festhalten können, weil da keine Bedeutung ist, was der Geist immer gerne machen möchte. Und aber diese Dynamik dieser Schwingung, die ja veränderlich ist, die Bedeutung nicht. Und wenn wir uns da auf diese Schwingung so einlassen, dann geht unser Geist immer mehr in diesen feineren Bereich dieser Schwingung von dem Mantra. Und dann kommt er an den Punkt, wo die Schwingung so fein ist, wo denn auch die höchste Faszination für den Geist ist, der möchte gar nicht weg.
Und dann löst sich das Mantra auf. Kein Mantra, kein Werkzeug, keine Technik. Und damit löst sich auch das ganze Denken, was vorher da war, die Gefühle, die vielleicht da waren, Memory, die Erinnerung, alles löst sich auf, dadurch, dass das Mantra die feinste Ebene erreicht hat, aber auch ohne Konzentration. Das geht automatisch, weil das Mantra, weil der Geist ist so fasziniert von diesen feinen Schwingungen, die ja das Mantra auch enthält, als grobe Schwingung, feine Schwingung, und dann geht der Geist automatisch immer in diese feinen Bereiche des Mantras und kommt dann immer mehr auf die allerfeinste Ebene, wo das Mantra noch kaum zu spüren ist, und dann löst sich das Mantra auf. Und wenn kein Mantra da ist und alles andere ja auch dann weg ist, weil das wird alles weniger, 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 Gedanken weniger, 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 alles. Und da ist dieser eine Punkt noch da, wo man noch das Mantra eigentlich so als unbegrenzt schon erfährt. Es ist noch eine unbegrenzte Form von dem Mantra da, aber die hört dann plötzlich auch auf, ohne unser Zutun, ohne unser Zutun. Der ganze Prozess, den ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu erklären, das ist ein Prozess, der aus sich selbst heraus funktioniert. Vielleicht könnt ihr daran erkennen, warum die Konzentration uns da im Wege steht. Wenn wir, angenommen, wir meditieren nicht so schön, verfeinern so, und das geht dann so automatisch so und wird immer feiner, immer schöner, und da kommen dann vielleicht Bilder auf so, oder man hört Töne, so himmlische Töne. Und wenn der Geist sich jetzt daran festhält, an den Tönen, dieses Schöne, so, boah, man ist so ganz erfüllt, oder man hat Kontakt zu Engeln oder irgendwelche Gottheiten kommen da auf, so nicht, vielleicht Ishvara oder Brahma oder Vishnu oder Krishna oder Jesus oder Buddha, kann alles passieren. Und dann denkt man, boah, ich bin jetzt so gut in Kontakt mit denen. Und dann bleibst du da mit deinem Geist auf der Ebene, auch ist schön, so auch zu kommunizieren, aber du bleibst mit deinem Geist da hängen, auf dieser feinen Ebene, aber unser Ziel ist ja, Meditation, dass wir transzendieren, wo dann nichts mehr ist, wo keine Form ist, wo es keine himmlische Musik mehr gibt, wo keine Engelchen mehr rumschwirren, wo Brahma nicht da ist, wo Vishnu, Shiva, Krishna, Jesus, Buddha, je nachdem, was wir so im Herzen tragen, nicht, wenn wir so einen schönen Bezug haben zu Jesus, dann kann er uns auch erscheinen. Ist mir auch passiert in der Meditation, dass er zu mir gekommen ist. Und da kann dann auch Kommunikation stattfinden, nicht? So dass da ein Austausch stattfindet. Und dann ist man da fixiert, ist der Geist da fixiert. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen alles transzendieren. Und das ist manchmal nicht so einfach. Viele Leute, Yogis, auch Yogis, bleiben auf so einer auf der feinsten Ebene hängen, sag ich mal, weil sie sich da wieder binden. Auch eine gewisse Art von Ego, positives Ego. Ist wunderbar, alles schön, der Körper vibriert voller Energie und ist total voller Bliss und Glückseligkeit. Aber wir sind noch nicht da angekommen, wo die Reise unserer Meditation uns hinführen soll. Die soll uns in die Transzendenz, in das Absolute führen, wo nichts ist. So, jetzt gehen wir mal über zu unseren Erfahrungen. Ich stelle euch mal ein paar Fragen und ihr vermerkt, ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr ein Anliegen habt oder euch nicht so mitteilen möchtet zu einer Öffentlichkeit, könnt ihr mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken
Und ich werde die dann auch da beantworten. Aber schön ist es ja, weil es ja meistens so Erfahrungen ja auch sind, die uns alle betreffen, dass wir uns jetzt hier auch in unseren Erfahrungen begegnen. Und da stelle ich jetzt einfach mal so ein paar Fragen. Und wer mag, kann gerne seine Erfahrungen dazu sagen. Hat jemand von euch jetzt in dieser Meditation oder vielleicht auch früher, in anderen Meditationen, auch vielleicht alleine, klare Transzendenzerfahrungen gemacht? Ich definiere nochmal, Transzendenzerfahrung ist eine Erfahrung, wo keine Formen da sind. Dich als Person gibt es da nicht mehr. Das Ego existiert nicht mehr. Und du bist in einem Zustand von ruhevoller Wachheit. Das heißt, da ist eine Stille. Vielleicht erfährt man das noch nicht so konkret, dass da auch so eine Dynamik ist. Aber wenn du, auch wenn du jetzt selbst nur diese Stille erfährst, ohne Form, wenn du diese Erfahrung hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie hier ausdrückst. Die nächste Frage ist, hast du in dieser Meditation Gedanken gehabt? Viele Gedanken. Hast du das Gefühl gehabt, dass du vielleicht gar nicht meditieren kannst, weil du so viele Gedanken gehabt hast? Und dann sag auch dazu, wie du mit deinen Gedanken damit umgegangen, wie du mit deinen Gedanken umgegangen bist. Haben sie dich gestört? Hast du dich darüber geärgert, dass du Gedanken gehabt hattest? Die nächste Frage ist, bist du schläfrig geworden? Bist du müde geworden? Hast du das Gefühl gehabt, boah, ich möchte am liebsten mich jetzt hinlegen und schlafen? Die nächste Frage ist, hast du irgendeine physische Veränderung gespürt? Irgendwas vom Herzen, irgendwas von Atem, irgendwelche Reaktionen im Körper, irgendwelche Gefühle, die jetzt plötzlich aufgekommen sind. Was gibt's noch? Das gibt ganz viel. Ich lasse es mal offen. Vielleicht hat der eine oder andere. Oder Ängste nicht. Habt ihr gemerkt, dass eure Ängste, erstmal die Frage, habt ihr überhaupt Ängste jetzt wegen Corona-Virus oder Zukunftsängste oder irgendwie auch eine Wut oder ein Ärger über die Situation jetzt, die wir alle erfahren, so mit Quarantäne und all die möglichen Einschränkungen, die wir so haben jetzt gerade im Leben? Vielleicht viel im Zimmer zu sein? Hast du Langeweile? Weitere Frage, hast du Langeweile? Geht dir die Zeit ein bisschen auf den Nerv jetzt, auch im Leben so, nicht so auch bei dir im Zimmer zu sein oder auch eingeschränkt sein in deinem Berufsleben, dass du vielleicht den Beruf nicht ausführen kannst? Gibt es da so Ärger und Wut? Können wir auch mit einbeziehen? Also nicht nur Meditation, sondern auch, weil das drückt ja auch ganz viel aus. Also schaut einfach mal bei euch, wie es ist. Das reicht ja schon. Und dann gucke ich einmal bei euch jetzt so, was ihr jetzt schon alles so von euch gegeben habt hier. Das ist sehr interessant, wenn wir das mal so machen jetzt hier. Guck mal. Guck mal. Also, okay, Sandra, guten Morgen, lieber Peter. Ganz lieben Dank. Carmen, guten Morgen. Ja, wunderbar. John. I hope your talk will be in English. Ah, I should make again a new video for all the English speaker. Thank you for remembering, John. Sandra, ich freue mich schon auf die Meditation. Ja, wunderbar, das hast du vorher geschrieben. Ja, wunderbar. Ich hoffe, Sandra, dass du eine schöne Meditation gehabt hast und auch die anderen. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, was du erfahren hast. John Orwell, it is
2:57 AM. Oh, good night. Oh, I hope you have a good night, John. Benjamin, guten Morgen. Wo kann man den Gesang erwerben? Oh, Benjamin, das ist so, das ist jetzt von der TM-Bewegung, habe ich das. Du kannst, ja, das gibt die Möglichkeit, du kannst das bei YouTube, nee, bei Apple zum Beispiel, da kann man das runterladen, man bezahlt einen kleinen Beitrag, das ist nicht viel, und dann kriegst du alle vedischen Rezitationen, die da angeboten werden, das sind ganz viele. Also ist also sehr inspirierend, also ich kann dich nur empfehlen, die zu bestellen. Und das ist also ein geringer monatlicher Beitrag, den man da leistet. Aber es lohnt sich, weil ihr merkt auch so, wenn ihr die jetzt hört und so, also nach der Meditation, und man kann auch am Tage ganz viele Rezitationen hören, so, wenn man da Spaß dran hat und so und Freude dran hat. Und ich, was ich bei mir selbst spüre, so, ich habe die immer gehört und so, und das hat mir immer sehr gut getan und so. Auch es gibt auch so zum Beispiel Samaveden, die man hören kann, wenn man zum Beispiel Schlafstörungen hat oder abends nicht einschlafen kann. Dann geht man abends so, hört man ein bisschen so 10 Minuten Samaveden, 15 Minuten, 10, 15 Minuten. Und das hat eine ganz wunderbare Wirkung, auch gut so aus diesem Alltag zu kommen, um dann einen guten Schlaf zu haben. Und so gibt es für alle Bereiche, es gibt so vedische Rezitationen, die den Geist beleben, die den Körper heilen. Also heilen sind die alle. Alle Rezitationen sind sehr heilend und sind wohltuend. So, also immer auch für sich selbst. So, da kann man Maximum für sich selbst machen. Das ist fast ja auch schon ganz viel wie Meditation. Und aber auch so, weil das ja diese Klänge sind, die aus dem Absoluten kommen, aus dieser Stille der Transzendenz, haben die eine ganz gute Wirkung auch für die Umgebung. Dass du wirst sehen, das wird deine Nachbarn verändern, deine Kinder, also die immer rumschreien und so. Ich habe einen Freund, der jetzt auch diese Melodie, nicht diese Rehn-Melodie, die ich auch von Spielen abgespielt habe am Anfang, der lässt die Tag und Nacht laufen. Und immer, wenn ich dann in die Wohnung komme, das ist so beglückend. Und man spürt einfach im Raum diese Ordnung, die jetzt auch sicherlich da, dazu, die meditieren auch, das machen auch dieses transzendentale Meditationsprogramm, aber diese Rezitation, nicht, und diese Melodie, die da abläuft, das ist natürlich auch, was noch zusätzlich kommt in die Umgebung, und das ist für einen selbst gut und auch für die anderen. Also ich kann dich nur empfehlen, vedische Rezitation zu hören, also ein ganz großes Geschenk. Helmut, also Lisa, Helmut Knöchel, 8. Dezember, wenn die Erkenntnis tief sitzt, tanzt dein ganzes Sein. Aha, ja, also von Helmut, der das wohl ausgedrückt hat, wenn die Erkenntnis tief sitzt, tanzt dein ganzes Sein. Zen-Spruch. Ja, die Zen-Sprüche, die sind manchmal sehr tiefgreifend, muss man dann zweimal lesen oder so. Das ist so, die Erkenntnis ist ja damit gemeint, die Erkenntnis, du erkennst dich selbst, so, nicht? Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir meditieren, transzendieren alle Gedanken, kommen zu uns selbst in dieses transzendentale Bewusstsein, und das ist die Erkenntnis. Das sagt dieser Zen-Spruch auch sehr schön aus. Das ist jetzt diese Erkenntnis. Und denn dieses Wort tief sitzt, also das kann man weglassen, weil die Erkenntnis ist nicht durch hoch oder tief zu benennen eigentlich. Wir sagen das zwar jetzt auch zum Beispiel, ich habe eine tiefe Meditation gehabt. Nicht so. Das ist jetzt noch so, weil wir immer noch diesen Kontrast haben von der gröberen Schwingung zur feineren Schwingung. Später, wenn du immer mehr diese Stille realisierst, dann wird das immer weniger mit grob und tief. Die Transzendenz, das, was wir ja anstreben, dass uns das immer bewusst ist, da gibt es dann kein tief und flach. Da bist du immer
ohne tief und flach in diesem transzendentalen Bewusstsein, wenn diese Stille zu deiner zweiten oder wenn du deine Stille realisiert hast. Also das ist immer auch ganz gut, das finde ich immer ganz gut, wenn ich solche Sprüche auch höre, weil die sind für mich nicht immer, meistens gar nicht vollständig. Und auch hier, dieses Tief, wenn ich tief sitze, das stört mich schon, weil die Transzendenz keine Tiefen und keine Höhen erkennt und tanzt. Und die Erkenntnis tief sitzt, tanzt. Die Erkenntnis tanzt auch nicht, nicht. Also diese Transzendenz, die tanzt nicht. Da ist keine Aktivität. Da könnte man sehen, was ich gerade aus diesem kleinen Spruch alles so herausfinde und was eigentlich nicht wirklich stimmt. Und dann dein ganzes Sein, ja, das Sein, also das zu verstehen, das Sein ist die Transzendenz, ist die Stille. Das sind keine Formen. Man kann es jetzt auch doppelt verstehen, wenn er jetzt dieser Zen-Meister, der es vielleicht ausgedrückt hat, wenn er meint, dass eine Dynamik in der Stille, das höre ich da jetzt aber nicht raus, eine Dynamik in der Stille und die Stille zusammen, kann man es betrachten, dass es ein Tanz der Stille ist. Aber die ist nicht ausgedrückt, ist einfach in der Transzendenz. Und das ist das, was ich, das ist auch ganz schön, das zu hören gerade, das ist das, was jeder von uns erfahren kann. Und da gehen wir hin. Und das ist Samadhi. Samadhi heißt, du realisierst diese Dynamik und die Stille, kannst du sagen, vielleicht dieser Tanz in der Stille, die Dynamik, Tanz in der Stille. Das ist so die Dynamik in der Stille. Und daraus entstehen unsere Gedanken. Daraus entsteht die ganze Schöpfung. Ja, wunderbar. Also Zen-Sprüche, die bringen uns manchmal gut zum Nachdenken. Wunderbar. Denn Carmen, durch die Gruppenmeditation ist die Meditation intensiver. Man kommt schneller in die Transzendenz. Ganz wunderbar. Gestern wurde mir sehr heiß. Am Rücken bis zum Arm und Gesicht. Es war glühend. Spüre viel Energie. Ganz wunderbar, ganz schöne Erfahrung. Ich gratuliere. Das zeigt dir, Carmen, dass du gut meditierst, weil das ist ein Ausdruck von der Meditation. Man kommt schneller in die Transzendenz. Ja, das ist ganz toll. Das heißt, wir sind erst in unseren Gedanken und dann, ich weiß nicht, welche Technik du machst, Carmen, aber dann ist, dass du dann mit deiner Technik und mit dem, was du machst, schneller in die Transzendenz kommt. Ganz wunderbar. Und da kannst du dran sehen, dass dieses kollektive Bewusstsein, auch jetzt, was wir nutzen, dass wir jetzt um diese Zeit meditieren, und das machen ja viele, alle, die in dieser Zeitzone jetzt sind, die so um 9 Uhr dann meditieren, da sind wir, das sind vielleicht tausende von Leuten, da sind wir dann alle miteinander verbunden und dadurch wird unsere Meditation verstärkt. Das ist also ein ganz schöner Beitrag auch, Carmen, freue ich mich, dass du das hier auch ausdrückst. Und gestern wurde dir der Rücken warm, heiß, Arme, Gesicht. Das ist so, wir haben ja so die Kraftquelle, das Zentrum unserer Energie auch in der Wirbelsäule, sprich Kundalini. Und durch jede Meditation, immer wenn wir eintauchen und transzendieren, da wird auch die Kundalini etwas geweckt. Aber da brauchen wir keine Angst haben, wenn wir das Programm regelmäßig machen, morgens und abends schön so 20, 30 Minuten meditieren und müssen auch nicht uns um Kundalini oder Chakren oder irgendwas kümmern, das machen wir nicht, wir machen gar nichts. Aber alles andere wird aktiviert in uns und so werden auch so Kundalini ein bisschen aktiviert. Und dann kann es passieren, dass die Wärme so in der Wirbelsäule aufsteigt, in der Sushumna, oder so eine Empfindung haben von Wärme in der Wirbelsäule, auch im, oder im Herzen, Regung oder Bliss-Erfahrung, Glückseligkeitserfahrung. Und bei dir ist es so, wie du sagst, es wurde etwas heiß im Rücken und ging in die Arme und hat sich ausgestrahlt. Also ganz wunderbar, eine wunderschöne Erfahrung, kann ich nur gratulieren. Und weiter so, nicht? es war glühend, wunderschön. Spüre viel Energie.
Ich hoffe, das hat dich nicht gestört. Wenn du diese Art von Erfahrung hast, dann nimm sie an. Das ist auch eine gute Übung, sie anzunehmen und Ja dazu sagen und nichts anfangen, da rumzudoktern, zu manipulieren, es anders haben zu wollen. Nimm diese Erfahrung an und du wirst sehen, je mehr du im Ja bist mit dieser Erfahrung, ohne dich darauf zu konzentrieren, du lässt sie. Machst deine Technik weiter, deine Meditation und alles andere geschieht automatisch. Also damit wirst du auch daran erkennen, wir müssen nicht aus dem Ego rausgehen, wir müssen nicht unsere Gedanken beobachten oder irgendwas machen, irgendwas manipulieren, uns auf irgendetwas konzentrieren. Das geht automatisch alles weg. Jede Konzentration und jede Manipulation und viele Gedanken, die wir haben, gehen alle von alleine weg, also ohne, dass wir etwas dazu beitragen, indem wir diese Schwingung spüren, wie die sich verfeinert und erfahren, wie unser Geist mit dieser Schwingung immer mehr ins Unbegrenzte geht, in das Transzendentale. Und da erfahren wir plötzlich keine Gedanken, nur die Stille, ruhevolle Wachheit, Samadhi, Transzendenz, transzendentales Bewusstsein. Ja, das ist großartig, freue ich mich über diese Art von Erfahrung. Michael, Company Past, kann ich nicht genau verstehen, Michael, was du sagst. Das ist aber noch nicht mal Englisch. Maybe you write in Englisch. Sandra, ja, ich hatte diese Erfahrung des absoluten Stillen bereits. Es war alles weg. Ich habe nur Liebe gefühlt. Ganz großartig. Aber es ist schon eine Weile her. Zurzeit habe ich viel Negatives, was hochkommt. Ich fühle danach aber Annahme und Liebe. Langeweile habe ich nicht. Ein bisschen weiter runter. Also mehr zeigt er bei mir gerade nicht an hier. Aha, okay. Liebe, Langeweile habe ich nicht. Ich genieße die Zeit eher. Also ganz wunderbar, Sandra. Also das ist ganz wunderbar. Du drückst eine ganze Menge da drin geradeaus. Ich habe diese Erfahrung des absoluten Stillen bereits. Ja gut, du hast diese Erfahrung der Stillen bereits. Du drückst es vielleicht so aus, dass es immer da ist. Diese Stille, und das ist ganz wunderbar. Und wenn er jetzt aber, es war alles weg, ich habe nur Liebe gefühlt. Ja, ganz wunderbar. Du hast so eine Erfahrung gehabt, so nicht, wo du in diesem reinen Bewusstsein dieser Stille schon warst, ganz großartig. Und dann drückst du es aus, ist dann wieder ein bisschen verschwunden. Ganz toll. Und daran können wir auch sehen, wir können mal Zeiten haben, wo wir dann auch so in dieser Stille sind und wunderschöne Erfahrungen machen in dieser Stille. Und dann plötzlich werden wir gerüttelt, geschüttelt und dann kommen dann vielleicht auch wieder negative Gedanken in uns auf. Das zeigt uns, wir sind noch nicht absolut in dieser Stille gefestigt. Wir haben zwar vielleicht auch schon ganz viel das Selbstrealisiert, sind aber noch immer etwas gebunden durch die relative Welt. Und da kann ich nur auch gratulieren, diese Erfahrung gehabt zu haben. Und dann machen wir, und das ist auch inspirierend, eine wunderbare Erfahrung, wenn wir diese Art von Erfahrung gehabt haben, da sind wir schon alleine von dieser Erfahrung inspiriert, dann weiterzumachen. Und das ist auch gut, dass wir nicht stehen bleiben, wenn jetzt die Erfahrungen weggehen und sagen und auch ein bisschen negative Gedanken haben. Nein, wir machen weiter unsere Meditation. Weil die Meditation ist ja dazu da, dass unser Nervensystem gereinigt wird. Und da können auch negative Gedanken aufkommen. Und wenn es ganz schlimm ist, kann sogar die Stille mal wieder ein bisschen überschattet werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir morgens und abends regelmäßig meditieren, damit mehr und mehr diese Stille belebt wird oder auch so stabilisiert wird. Und dann werden wir sehen, dass diese Samskaras, diese negativen Eindrücke, die ja vielleicht noch immer so ein bisschen an die Oberfläche kommen,
dass die mit der Zeit immer weniger werden, bis wir dann letztendlich keine Negativität mehr in uns haben. Und dann, wenn das so ist, dann sind wir auch ganz gut in diesem reinen Bewusstsein gefestigt. Und das merken wir dann, wenn wir nicht mehr schlafen, nicht, wenn wir immer in diesem Wachbewusstsein sind. Also Sandra, ich danke dir für das wunderbare Mitteilen. Wenn du keine Langeweile spürst, das drückt auch aus, dass du ganz gut in dir selbst bist. Weil das Selbst, die Transzendenz, kennt keine Langeweile. Nur wenn wir Langeweile spüren, dann sind wir unseren Gedanken, unsere Gefühle und unsere Gedanken, die schwanken ja immer hin und her, die unterliegen der Zeit. Und da musst du immer irgendwas anderes machen. Wenn du wirklich in dir in der Stille bist, dann kannst du so 30 Minuten oder auch länger, eigentlich unbegrenzt, einfach so sein, auch meditativ, weil du bist in der Zeitlosigkeit und in der Raumlosigkeit. Also von der Meditationslänge muss ich auch noch dazu sagen, meditiert nicht stundenlang jetzt oder auch wenn ihr die Zeit habt. Das heißt nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag meditieren. Wie ich sagte am Anfang, ist ganz gut, wenn man einen Lehrer hat, mit dem du im Kontakt bist und der dich kennt und dass ihr die Zeit dann auch absprecht, ob das gut ist für dich jetzt 20 Minuten zu meditieren oder ob du auch 30 Minuten oder vielleicht ein bisschen länger meditieren kannst, weil unser Nervensystem wird gereinigt jetzt durch die Meditation. Und da werden Stress und Verspannung gelöst. Und die muss man auch wieder gut verarbeiten. Und deshalb ist es immer gut, die Zeiten etwas einzuhalten, die man bekommen hat, so von seinem Lehrer. Und dann auch mit diesen Zeiten zu gehen. Das heißt, wir meditieren und dann sind wir aktiv. Wir meditieren und sind dann aktiv. Und so haben wir unsere Morgenmeditation, vielleicht 20 Minuten oder 30 Minuten. Und dann wieder die Aktivität, nicht unseren Beruf oder jetzt, wenn wir Freizeit haben, unsere Freizeitgestaltung, machen irgendwas. Und dann abends wieder, möglichst bei Sonnenuntergang oder so, in diese Zeit, die wir da haben. Nicht, dass wir dann auch in der Kohärenzzeit, auch 18.30 Uhr, dann meditieren. Dann ist wunderbar. Und dann haben wir einen guten Übergang, auch so gerade die Abendmeditation, die gilt jetzt auch mehr dazu, dass wir den Tagesstress, also Stress und Verspannung, die wir jetzt am Tage angesammelt haben, dass wir die alle auflösen und nicht damit noch in die Nacht gehen und da dann so denken. Nee, wir können das alles schön auflösen mit der Abendmeditation. Und die wirklich tiefe Meditation machen wir morgens, weil wir schön ausgeruht sind. Und gehen dann mehr auch in die Transzendenz. Aber genauso abends gehen wir auch in die Transzendenz, immer so. Aber das hängt immer ganz davon ab, wie gut wir in die Transzendenz kommen, wie viel Stress und Verspannung wir lösen und wie groß die Tagesbelastung war. Und deshalb ist auch empfehlenswert, wenn wir abends zum Beispiel sehr erschöpft sind oder müde sind von unserer Tätigkeit, dass wir uns vielleicht mal so ein paar Minuten aufs Sofa legen, ein bisschen ausruhen, vielleicht ein bisschen kleine Nickerchen zu machen. Und selbst wenn es eine halbe Stunde ist, macht nichts. Aber immer versuchen, die bestmögliche Voraussetzung zu haben, um ein gutes Meditationsprogramm zu haben. Das hängt auch jetzt zum Beispiel davon ab, was du isst und wann du isst. Nicht? Wenn du jetzt also direkt vor deiner Meditation dir den Magen vollpackst, dann wirst du keine gute Meditation haben. Wenn du auch Sachen isst, zum Beispiel so, die nicht biologisch sind, wo viel Chemie ist und so, dann wirst du auch keine so gute Meditation haben. Wenn du viele Dinge isst, die sehr schwer verdaulich sind und noch viele Gifte produzieren, wie meinetwegen Fleisch oder so, und ist dein Nervensystem belastet, dann kannst du auch keine guten Meditationen haben. Also das nur als kleiner Hinweis, auch so ein bisschen auf die Ernährung zu achten und auch wann man isst, so am besten, auch wenn man Yoga macht, Yoga-Übungen, so auch Pranayama, ist es immer am besten, wenn der Magen möglichst unbelastet ist. Nicht, dass er still ist. Und wenn wir wirklich Hunger haben, so vor der Meditation, dann kann man ein Glas warmes Wasser trinken. Das hilft auch. Dann kommt das alles ein bisschen zur Ruhe. So, nicht? Oder es entschlackt ja auch ganz gut. Und dann hat man eigentlich eine größere Ruhe, um schöne, tiefe, transzendentale Erfahrungen zu machen. Ach hier, wegen der Zeitumstellung war ich heute zu spät. Macht ja nichts. Claudia, wunderbar, du bist da, ganz schön. Spielt überhaupt keine Rolle, weil wir sind ja hier am Ball und es geht immer weiter.
Und das heißt, ihr müsst, ihr fühlt keinen Zwang, so nicht? Also das ist ganz wichtig auch, so nicht? Meditation und Zwang gehören nicht zusammen. Die Meditation, wie ich sagte, ist ja ein unschuldiger Vorgang. Und wenn wir gut meditieren, dann müssen wir nichts tun. Dann sind wir ganz im Fluss mit der Natur und es geht alles automatisch. Und wir sind aber so programmiert, so müssen wir in der Zeit sein und müssen das machen so und mit Anstrengungen verbunden. Und dadurch wird unser Nervensystem wieder ein bisschen verstresst. Und wenn wir unseren Alltag auch ganz easy gestalten, dass wir immer weniger so in Stresssituationen sind, dass wir immer mehr so auch am Tag so entspannt sind, dann hat auch unser Nervensystem die Möglichkeit, diese Stille, die wir jetzt in der Meditation erfahren, die mehr und mehr zu integrieren. Also wenn ich nach der Meditation eine leichte Arbeit vollbringe und mich nicht zu sehr anstrenge, nicht zu sehr wieder in die Konzentration gehe, wenn es möglich ist, dann ist es für die Stille, die wir jetzt erfahren haben in der Meditation, einfacher aufrechtzuerhalten, dass das Nervensystem diese aufrechterhalten kann, auch während der Aktivität. Und dann erfährt man mehr und mehr Stille und Aktivität gleichzeitig. Und wenn man ganz grob arbeitet, direkt nach der Meditation, so, boah, muss wieder richtig ran und so, und viel Konzentration und so, und schwer, dann ist es so, dass diese Stille ganz schnell wieder weggeht. Aber ein bisschen bleibt immer. Nicht, wie ich das erklärt habe mit dem Tuch, weißes Tuch in die gelbe Farbe tauchen, in die Sonne, bleicht aus. Und mit der Zeit, es dauert vielleicht ein bisschen länger, wenn man so grob immer arbeitet, aber mit der Zeit bleibt die gelbe Farbe im Tuch. Und genauso ist das mit der Stille, die wir erfahren bei der Meditation. Die bleibt immer mehr in unseren Aktivitäten erhalten, je länger wir jetzt diese Praxis machen, morgens und abends meditieren. Deshalb immer meditieren und Aktivität. Meditieren und Aktivität. Und das ist so eine Herausforderung fürs Nervensystem. Meditieren, Stress und Verspannung lösen sich, so und viele Gedanken hat man vielleicht und so. Es ist alles so Reinigung, alles Stresslösung. Und dann Aktivität, da ist man viel bewusster. Und selbst wenn da auch noch Stresslösungen sind, so Gedanken, so, die einem nicht gefallen, da ist man viel wacher und bewusster. Und wenn man die sich dann anschaut, dann merkt man, die lösen sich im Nu auf. Also das ist so beidseitig. Nicht einmal tauchen wir ein, gehen in die Transzendenz, werden bewusster, unsere Bewusstheit nimmt zu und dann gehen wir in die Aktivität, nehmen diese Bewusstheit mit raus und wenn wir dann zum Beispiel irgendwie, wenn wir wieder eine Wut haben oder einen Ärger haben und so und wir sind mehr bewusst, dann löst sich die Wut und der Ärger ganz schnell auf oder auch Ängste, nicht? Kann ja sein, dass der eine oder andere immer noch Ängste hat und wir werden jetzt bewusster und dann begegnen wir die Angst mit unserer größeren Bewusstheit und dann merkt man plötzlich, boah, die Angst ist nicht mehr da, weil diese Stille kennt keine Angst und die bringen wir jetzt in unser Leben, in unsere Aktivität oder auch in die Angst, in unsere Gefühle, in unsere Eifersucht, in unseren Ärger, was wir so haben, so Probleme ohne Ende. Und wenn wir jetzt mehr und mehr bewusst werden, dann lösen sich diese Probleme, diese Art Negativität, alles Dinge, die nicht zu uns gehören, die lösen sich dadurch leichter auf, durch unsere größere Bewusstheit. Später werden wir immer bewusst sein, da werden wir immer in der Präsenz sein und da werdet ihr sehen, alle Probleme, die auf dich einströmen mögen, die tangieren dich nicht mehr, weil du diese Stille jetzt so stark hast, dass kein negatives Zeug oder negative Impulse mehr in dich eindringen können. Also ganz wunderschön. Also ich bin sehr glücklich heute, muss ich sagen. Das macht mir sehr viel Spaß über eure Erfahrung hier. Ich bin auch sehr traurig darüber. Ich habe von Zeitumstellung. Ja, Eva, kein Problem, nicht? Also wir machen immer das, was wir können, nicht? Und was wir machen können, nicht? Und wenn die Zeit jetzt weg war, wenn wir verschlafen haben oder was anderes war oder nicht mitgekriegt hat, dass wir die Zeitumstellung haben, macht ja nichts. Wir sind ja eigentlich, die Stille kennt keine Zeit, nicht? Und nur kennt auch keine Zeitumstellung. Und deshalb ist es, wie es ist. TM, Carmen, praktizierst du die transzendentale Meditation? Frage. Du sagst TM und Blümchen dahinter, ja, kann ich so verstehen. Ich glaube, ja, wäre toll, freue ich mich. Lisa, Helmut,
Knöchel, Dezember 2020, Fragen, die weniger bewegen, wie ist es zu sein, ohne eine Geschichte? Ohne eine Geschichte. Lieben Dank, lieber Ernst-Peter, schrie jetzt Peter, klasse, von Lisa. Also Lisa, Fragen, die weniger bewegen. Also wenn du, sag mal, wenn du im Sein, ich gehe mal davon auf, wo der Helmut eigentlich auch mal von spricht, wenn du im Sein, wenn du im Sein gegründet bist, hast du keine Fragen. Und wenn du im Sein bist, da gibt's, hast du auch keine Geschichte. Du hast ja nur Geschichten, wenn das Ego da ist. Ich, wenn du in der, mit deinem Denken, wenn du in deinem Denken gefangen bist, solange dein Denken gefangen heißt, du bist mit der objektiven Welt, mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Ängsten, mit deiner Eifersucht, alles, was wir so kennen, da bist du identifiziert. Und dadurch, dass du damit identifiziert bist, das heißt, du bist daran gebunden. Angenommen, Eifersucht, nicht? Dein Partner geht fremd und du weißt davon und das gefällt dir überhaupt nicht. Das heißt, du bist jetzt daran gebunden, durch deinen Verstand, deinen Geist, deine Gedanken, dass dein Partner fremd geht. Ich habe mal so praktische Beispiele. Und das macht dich traurig. Das macht dich vielleicht unglücklich. Und dann stellst du ihn zur Rede und dann habt ihr euer Streitgespräch, ihr streitet es ab und so, pipapo, wie das alle kennen und so. Oder er gibt es zu, macht dich aber traurig, er hat dich jetzt verletzt dadurch. Er hat dich dadurch verletzt, weil du daraus eine Geschichte machst. Du wirst nicht verletzt dadurch, dass dein Partner fremd geht. Du wirst dadurch verletzt und traurig, weil du davon gehört hast und jetzt bist du daran gebunden und dann beginnt dein Verstand, deine Gedanken zu kreisen. Warum bin ich nicht mehr hübsch genug oder habe ich nicht genug Geld oder habe ich schlecht gekocht und so. Denn so wie das kennen, fängt dann zu kreisen und mit dem Ergebnis, du fühlst dich miserabel. Dein Partner hat da gar nichts zu beigetragen. Der hat einfach nur das Fremdgegangen. Aber und dieses Fremdgehen hat jetzt bei dir ausgelöst, dass du in diese Geschichte reingegangen bist und da alles Mögliche ausgemalt hast und dabei fühlst du dich schlecht. Das drückt aus, du bist noch nicht im Sein gefestigt. Du bist nicht in der Präsenz, weil die Präsenz macht keine Geschichten. Wenn du also in Präsenz hast, wenn du so ganz mit dem bist, was gerade in diesem Moment ist, da gibt es keine Geschichten. Da hörst du von deinem Partner, der sagt, boah, ich habe da eine neue Frau kennengelernt oder so, hat mir gut gefallen so und wir haben nicht, sind fremdgegangen. Und das ist ja einfach eine Aussage, die steht aber im Raum. Die macht ja gar nichts mit dir, wenn du in der Präsenz bist. Weil in der Präsenz bist du die Stille, der Wahrnehmende, der Beobachter und da kommt noch gar keine Reaktion auf, nicht? Kommt gar nichts auf in dir, du hörst einfach nur, ah, fremdgegangen. Macht nichts mit dir, weil du bist die Stille. Aber wenn du aber jetzt noch nicht in dieser Stille präsent, also diese präsente Stille jetzt permanent hast, denn natürlich kommst du in diese andere Schleife nicht so, warum, weshalb, was habe ich dir getan und warum tust du mir das an? Ja, und dann hast du deinen Ärger und dann geht es dir schlecht. Also deshalb auch mit den Ängsten, die wir jetzt alle haben, so oder viele von uns haben, mit Corona so und hören immer, was da so passiert, wie viel mehr und so und die ganzen Storys so. Das berührt uns, weil wir nicht in dieser Präsenz sind, weil wir uns mit den Nachrichten, die nicht immer toll sind, identifizieren. Dann sind wir gebunden daran. Und das
bewirkt, dass wir vielleicht, boah, dann sind wir auch unser ganzes Bewusstsein, was jetzt so eingeschränkt wird, so vielleicht war das schon vorher so, und jetzt kommt so diese Hiob-Botschaften täglich viele Male am Tag zu uns und wir hören uns das immer wieder an und so und dann beleben wir das wieder und dann bringen unsere eigene Geschichte noch mit rein und so und sprechen mit anderen Leuten drüber und alle haben sie Angst und dann das schürt so, dass unsere Bewusstheit so zurückgeht, so unsere Feelings, so unsere Gefühle werden enger. Ängste sind da und Zukunftsängste und alles mögliche Art von Ängsten sind da. Und dann ist das Bewusstsein so. Und dann haben wir den Boden, den besten Boden geschaffen, damit der Virus zu uns kommen kann. Als Beispiel. Wenn du in der Liebe bist, so in der Fröhlichkeit und Leichtigkeit, weil du hast jetzt schön meditiert, da ist dein Bewusstsein nicht mehr eingeengt, da ist es weit, die Ängste sind alle weg. So. Und wenn du dieses jetzt ein bisschen aufrechterhalten kannst, trotz Nachrichten und so, dann bist du so mehr in der Harmonie mit dir selbst. Und wenn dein Körper mehr in der Harmonie ist, der hat ein besseres Immunsystem, der ganze Körper, der Geist, nicht die Organe, die Zellen, sind alle frischer, kriegen mehr Energie. Wie das mit der Kundalini-Erfahrung, das ist schön beschrieben wurde, da kommt die Energie durch den Körper und so, das reinigt das System. Und da haben die, die Viren, Coronavirus in diesem Fall jetzt so, oder auch andere Viren, gar nicht so den Platz, wo die sich wohlfühlen. Das heißt, du bist gar nicht so ein Herd oder so mal das Futter für die Viren, was sie gerne brauchen, um sich zu vermehren. Da bist du gar nicht so richtig geeignet für und da bist du mehr geschützt. Also die beste, sag ich mal, die beste Impfung, die beste Medizin, die wir haben, ist, wenn wir jetzt so morgens und abends meditieren, unser Bewusstsein ausdehnen, expandieren, mehr in Frieden kommen, mehr Freude haben, mehr in die Liebe kommen. Und dann, egal was so an Negativität von außen ist, kommt weniger. Ich sage nicht, dass sie gar nicht zu uns kommen, das sage ich jetzt nicht. Aber die Möglichkeit ist sehr viel geringer. Und selbst wenn ein Virus zu dir kommt, zum Beispiel der Osho, fällt mir gerade ein, Osho, der wurde ja in Amerika vergiftet. Da haben sie auch Viren in sein Frühstück getan. Und der hat lange Zeit gebraucht und er ist ja irgendwann gestorben. Aber er wurde sozusagen so vernichtet von den Viren. Obwohl er ja so dieses strahlende Licht war und so auch ganz hoch entwickelt, trotzdem der Körper unterliegt der Vergänglichkeit. Sein Bewusstsein wurde davon nicht berührt. Und aber der Körper, der war halt noch nicht so weit entwickelt, dass er, der Körper jetzt, sein Bewusstsein, höher ging es nicht. Also der Osho war genauso wie jeder Erleuchtete, nicht? Der hat, da gibt es kein Bewusstsein, das denn sich noch identifiziert oder was kränkelt und was in der Angst ist und voller Probleme. Das war nicht dieses Bewusstsein vom Osho. Aber der Körper unterliegt ja Anfang, Ende und auch wenn da Infektionskrankheiten in den Körper reinkommen, natürlich hat er eine höhere Schwingung, aber wenn dieses Maß dann überschritten wird, dann kann es genauso für den Erleuchteten passieren, nicht? Und viele andere gibt es ja auch, die dann krank wurden und dann auch irgendwann gestorben sind daran. Aber für uns gilt, das zu tun, was wir gerade machen können. Und wenn das Karma, das heißt die Auswirkung deiner Handlungen, es erforderlich machen, dass jetzt der Virus zu dir kommt, der kommt halt zu dir. Aber wenn du jetzt immer schön meditierst, dann bist du so in der Stille, in der Akzeptanz und weißt, es gibt gar keinen Tod. Du das selbst, die Stille wird auch nicht krank. Und wenn du das so realisierst in dir selbst, dann bist du sowieso schon frei vom Virus und frei von Krankheiten. Selbst wenn der Körper eine leichte Viruserkrankung bekommen sollte, dann geht halt da durch, nicht regeneriert sich nicht und dann geht das Leben halt weiter. Entweder hier oder im nächsten Körper. Macht doch nichts. Also da können wir auch, und wir werden immer lockerer da mit diesen Dingen, so je mehr wir in dieser Stille sind. Okay, Helmut ist da, freue ich mich. Grüß dich, Helmut. Und ja, Helmut spricht ja auch immer so ganz viel von der Stille.
Und auch Helmut verkörpert die Stille, nicht? Ist auch ganz schön, jemanden zu haben, der auch so in der Stille ist und die Worte dann so aus der Stille kommen. Ich glaube, Helmut ist so nicht so ganz so, wie ich jetzt da von der Meditation spreche und so. Aber das macht nichts, das ist so sein Ding. Also für mich gilt, solange wir, das ist die vedische Wissenschaft, so das vedische Wissen, und da könnt ihr das ja auch ein bisschen nachvollziehen und so, könnt ihr bei euch selbst gucken, solange wir im Ego sind, solange wir noch nicht permanent in diesem reinen Bewusstsein, in diesem Sein gegründet sind, ist unser Geist immer mit etwas beschäftigt. Immer in Kontakt mit der äußeren Welt und wird dadurch gebunden. Was ich dann sagte, dann gibt es das andere Ego, das mehr positive Ego, wo wir dann sagen, ja, ich möchte meditieren, ich möchte transzendieren, ich möchte gerne Erleuchtung haben. Dann nutzen wir dieses positive Ego, um nach innen zu gehen. Weil solange wir im Ego sind, wird der Geist immer sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die ihn festhalten. Und warum nicht jetzt dieses zu nutzen von unserem Ego? Wir nutzen einfach das Ego jetzt, statt immer nach außen zu gehen, benutzen wir dasselbe Ego und sagen, hier, lass uns doch mal nach innen gehen. Sonst, wenn es immer nach außen geht, dann macht das Ego ja immer irgendeinen Blödsinn, immer irgendetwas, wo wir Fehler machen und wo die Fehler dann wieder bewirken, dass wir krank werden oder uns nicht wohlfühlen oder dass wir ärgerlich werden oder wütend werden oder auch so auch mal so ganz verliebt sind. Es macht ja auch das Ego, dass wir jemanden verlieben so. Aber das ist alles so oberflächlich, auch eine Liebe, die nicht die wahre Liebe ist. Das sind alles eingebildete Liebesformen, die durch Gedanken entstehen, durch Gegebenheiten entstehen. Das ist nicht die Liebe, das ist so eine Scheinliebe. Auch wenn jetzt Leute so sagen, bah, nein, das ist die echte Liebe und so, das ist alles Scheinliebe. Solange du nicht in der wahren Liebe gegründet bist, ist das alles Scheinliebe, Ärger auch Scheinärger, Wut auch Scheinärger, alles zum Schein, ist nicht wirklich. Hat ein Anfang, Ende. Und deshalb dieses Ego zu benutzen, zu meditieren, dann zu dem Punkt zu kommen, wo die Meditation aufhört, wo du merkst, ich bin das. Ich bin das Bewusstsein. Das ist auch schon die Gedanken, ich sage das jetzt mal so, viele Leute prahlen da ja mal so ein bisschen rum, ich bin das eine und das zweite. Das sind alles Worte. Auch das ist auch immer noch so ein relatives Ego, ich bin das, auch diese Aussage, ich bin das. Das fällt weg, wenn du das bist. Deshalb kann man, ein Erleuchteter kann gar nichts sagen, der kann einfach nur still sein. Aber er drückt es dann doch aus, um vielen Leuten zu helfen, damit sie aus ihrem Ego rauskommen. Und dann ist auch gut, und das fehlt bei den meisten, Helmut, entschuldige, wenn ich das mal so sage, es fehlt bei den meisten Satsang-Lehrern. Die Wegbeschreibung. Praktisches Werkzeug den Schülern in die Hand zu geben oder die interessiert sind am Erwachen, an der Erleuchtung, etwas Praktisches in die Hand zu geben, wodurch sie auf natürliche, anstrengungslose Weise zu sich selbst kommen. Oder anders gesagt, auf einfache, natürliche, anstrengungslose Weise in den Bereich kommen, wie es in der Gita heißt, komme aus den Handlungen. Wenn du dich erfährst, dass du nicht mehr der Handelnde bist, dann kannst du auch sagen, ich muss nichts tun. Dann tust du ja auch nichts. Dann bist du, solange du dich identifizierst, ist dieser Eindruck, sag mal, ist der Eindruck da, ist auch nicht die Wahrheit, ist der Eindruck da, dass du der Handelnde bist. Und das nutzen wir jetzt.
diesen Eindruck, dass du der Handel bist, benutzen wir dafür, damit du meditierst, damit du diese Veden hörst und damit du Pranayama machst und dass du Yoga machst. Das ganze vedische Wissen so beruht darauf, wir machen etwas, um in das Nichthandeln zu kommen. Wie die Belehrung, die ganze Belehrung von Krishna und Arjuna, sei ohne die drei Gunas, Gunas, Sattva, Rajas und Tamas, sei ohne Handlungen. Aber wie gesagt, so, und der Trick jetzt dabei, und deshalb klappt das ja auch bei den ganzen Belehrungen von vielen Lehrern nicht, die erzählen immer, eigentlich ihr Bewusstsein, sprechen immer von ihrem eigenen Bewusstsein, sind da irgendwie hingekommen, wie auch immer, wissen das manchmal gar nicht, haben vielleicht im früheren Leben ganz viel gemacht und sind dann so wie Krishnamurti, erzählt immer, ihr braucht kein Guru, braucht kein Ashram, ihr braucht gar nichts, so seid einfach die Stille. Hör auf zu denken. Mache nichts.